Es ist nur etwa 300 Gramm schwer. 3,5 Milliarden Mal schlägt es im Laufe eines Menschenlebens. 250 Millionen Liter Blut werden dabei durch 100.000 Kilometer menschlicher Blutgefäße gepumpt. Bei ihm hat es seinen Dienst versagt. Seit einer schweren Herzmuskelentzündung ist der 8-jährige Maurice auf ein künstliches Herz angewiesen. Seit Sommer 2009 lebt er im Herzzentrum Leipzig und wartet auf ein Spenderherz. Ein Arzt, Kartentechniker oder Hubschrauberpilot? Will er einmal werden. Hat also Leben schon geplant. Hast du einen Organspendeausweis? Nein, habe ich nicht. Ach, sowas habe ich natürlich auch nicht. Hast du sowas? Nein. Was? Ich habe keinen. Habe ich nicht? Nee, leider nicht. Nein, nein, nein. Meine Damen und Herren, haben Sie einen Organspendeausweis? Vielleicht wussten Sie noch gar nicht, dass es so etwas gibt. Um dieses Thema wird es heute Abend gehen. Denn es geht um Transplantation in der Medizin. Und dazu habe ich mir verschiedene Gäste eingeladen. Herzlich willkommen, ein weltberühmter Chirurg, kann man schon sagen, Herr Professor Mohr. Wie viele Herzen haben Sie schon? Also so ungefähr 150 Herzen, denke ich, habe ich in meiner Laufbahn transplantieren können. Das bedeutet im Grunde, 150 Menschen leben weiter. Wir haben es zumindest versucht, nicht alle schaffen es, aber man kann ja sagen, wenn man die Überlebensraten von den Herztransplantationen nimmt, nach 10 Jahren leben ungefähr noch 60-70% von den ursprünglich Transplantierten. Da werden wir nachher noch dazu kommen. Herzlich willkommen, Christine Klaus, Sozialministerin hier in Sachsen. Haben Sie eigentlich so einen Ausweis? Ja, ich habe einen Organspendeausweis. Und können Sie das beweisen? Oder? Ja, der liegt dort. Zeigen Sie ihn mal. So klein und so wichtig. Ja, genau so. Wir reden da nachher noch einmal drüber. Und dann ist noch ein Platz frei in unserer Runde. Dort wird nachher jemand sitzen, mit dem ich mich dann auch unterhalten werde, Alexander Scholz. Ein Mann, der das Herz auf dem richtigen Fleck hat, aber es ist nicht mehr das eigene, es ist das Fremde, das ihm sein Weiterleben, Gott sei Dank an dieser Stelle, ermöglicht hat. Haben Sie die Umfragewerte jetzt oder diese kleine Umfrage, hat Sie das eigentlich irritiert, Herr Professor? Es ist ja seltsam, wenn man in Deutschland fragt, 2/3 aller Deutschen würden gern ein Implantat in Anspruch nehmen, wenn es mal soweit ist, aber nur 17% sind bereit, selber zu spenden, um anderen das Leben weiter zu ermöglichen. Also ich hatte zumindest auf einen positiven Organspender gehofft in der Umfrage, aber offenbar hatten wieder eine schlechte Selektion. Überraschend tut das nicht. Also gerade in Deutschland ist die Bereitwilligkeit zur Organspende relativ niedrig. Das hängt aus meiner Sicht, da werden wir nachher noch drüber sprechen, einerseits mit der Gesetzgebung zusammen und auch mit der Situation, dass man im Prinzip in der Gesellschaft wenig dazu bewegt wird, von klein auf in der Erziehung über solche Möglichkeiten nachzudenken. Und ich denke, da besteht deutlich Nachbesserungsbedarf. Warum denkt man so wenig darüber nach? Weil die Dinge, die Menschen erst erreichen, wenn es sie selber im persönlichen Umfeld betrifft? Das ist sehr häufig so, ja, dass man erst selber betroffen sein muss oder Angehörige, dass einem die Sache näher gebracht wird. Und gerade die Organtransplantation, gerade wenn es dann auch noch ums Herz geht, da gibt es ja keine Alternative, zum Beispiel der Lebensspende, sondern da geht es wirklich darum, dass man tot sein muss und das Organ dann zur Verfügung steht. Sie haben mal so einen Ausweis. Haben Sie da gar keine Angst gehabt, als Sie sich den haben ausstellen lassen, dass er vielleicht mal in Anführungsstrichen missbraucht wird, dass man sagt, vielleicht wäre noch was zu machen, aber immerhin haben wir dann das Herz für jemand anders? Ja, also man muss sich mit dem Thema ganz bewusst auseinandersetzen. Das sind Grenzsituationen im Leben. Und alles, was mit Leben und Tod zu tun hat, wird ja häufig verdrängt, wenn man in so eine Grenzsituation kommt. Hier gibt es kein richtig oder falsch, sondern man muss sich in die Situation hineinbegeben. Was würde es sein, wenn ich oder wenn ein naher Verwandter ein Organ braucht oder wenn ich dann nicht mehr bin, gebe ich das weiter? Das sind ganz bewusste Entscheidung, aber man muss auch mal wissen, dass man das revidieren kann, wenn ich noch nicht so weit bin oder wenn ich vielleicht das noch mal ändern möchte. Alles das lässt das Gesetz zu und man kann das auch vermerken. Man muss in der Familie drüber sprechen. Man muss die Botschaft auch seinen nächsten Angehörigen
weitergeben. Also Sie haben das in der Familie besprochen, das ist keine einsame Entscheidung. Ich habe das für mich schon gemeinsam besprochen. Sie haben das für sich schon gemeinsam entschieden, ja? Ich habe das, warum soll ich den anderen das antun? Ja. Er muss ja wissen, die Botschaften musst du übersprechen. Ja. Über vieles andere ja auch. Und warum dann über diese Dinge, die halt sehr häufig verdrängt werden. Ja. Herr Professor Mohr, können Sie die Angst verstehen, manche Leute, dass sie dann vielleicht doch Angst haben, Patienten zweiter Klasse zu werden, wenn sie erst einmal so einen Ausweis bei sich tragen? Ja, es steht ja im Hintergrund immer die Frage des Organraums. Bin ich noch am Leben oder nimmt man mir zu früh meine Organe raus und ich könnte eigentlich noch überleben? Und diese Dinge sind ja durchaus in der Laienpresse hochgespielt und diskutiert worden, gerade als es um die Gesetzesänderung geht. Verstehen kann ich es, aber man muss ganz eindeutig sagen, hier ist ja eine klare Trennung der Todesdiagnostik von den transplantierenden Ärzten vorhanden. Das heißt, es sind ganz andere Mediziner, die entscheiden, ob man tot ist oder nicht. Und es ist nicht der transplantierende Mediziner, der natürlich dem anderen Patienten helfen will, der diese Frage entscheidet. Und das ist auch etwas, das im Bewusstsein aller Menschen festgeschrieben sein soll, dass man eine Vertrauensbasis hat, dass ein Unabhängiger entscheidet, bin ich nun wirklich hier und tot oder nicht. Aber braucht man an der Stelle nicht eigentlich fast doppelte Überzeugungskräfte, weil es ja eine sehr tief verwurzelte Angst ist im Leben jedes Einzelnen. Wer stirbt schon gerne? Ja, die Frage ist, stirbt man gerne? Die Tatsache ist, man ist tot. Ja. Also das ist der genaue Unterschied. Wir unterhalten uns. Aber wir unterhalten uns ja über das Sterben vor dem Tod. Ja, oder das Aufrechterhalten von Organfunktionen durch künstliche Maßnahmen nach dem Tod. Das ist meines Erachtens die richtige Definition. Der Hirntod ist festgestellt, man ist nach unserer Gesetzgebung tot und die einzelnen Organfunktionen werden durch künstliche Maßnahmen, wenn man so will, aufrechterhalten. Ja. Ich sage bewusst nicht am Leben erhalten, sondern man erhält im Blutkreislauf die Beatmung durch Maßnahmen aufrecht, man erhält das Herz am Schlagen. Der klinische Tod ist definiert als Hirntod. Ja, es ist dann ohnehin nichts mehr zu machen. Da ist kein Überleben möglich. Das ist das eine. Angst und Unsicherheit, wie wir das gerade gehört und auch beschrieben haben, das sind die Faktoren, die so manchen davon abhalten, einen solchen Spenderausweis für sich selber zu beantragen, auszudrucken oder auszufüllen. Aber ist das Problem damit wirklich hinreichend erklärt? 3 Menschen sterben täglich im Durchschnitt in der Bundesrepublik. Sie sterben, weil es nicht genug Spenderorgane in unserem Land gibt. Ist an dieser tödlichen Misere das Gesetz schuld? Es besagt, Spender wird nur der, der einen Organspendeausweis besitzt oder die Hinterbliebenen erteilen ihre Zustimmung. Das ist das Problem, so sieht es zumindest der Deutsche Ethikrat. Er spricht sich für das sogenannte Stufenmodell aus. Erste Stufe, individuelle Information aller Bürger. Entscheidet euch in der Frage, wollt ihr Spender sein oder nicht. Zweitens, Information der Bürger, wenn ihr euch nicht entscheidet, dann werdet ihr als Organspender in Anspruch genommen nach eurem Tode, wenn ihr als Organspender in Betracht kommt. Und dritte Information, es können aber auch eure Angehörigen noch ein Veto einlegen nach eurem Tod. Wer zu Lebzeiten keine Entscheidung trifft, soll also Organspender werden. In anderen Ländern gibt es das schon. Beispiel Spanien. Dort ist die Anzahl der Organspenden fast doppelt so hoch wie in Deutschland. Allein eine Frage der Gesetzgebung? Oder gibt es auch Organisationsmängel im Gesundheitssystem? Weniger als 50% der deutschen Krankenhäuser mit Intensivstationen melden kranke Menschen, die wegen des Hirntodes als Organspender in Anspruch genommen werden könnten. Diese Menschen sterben also und werden beerdigt, ohne dass man die Chance hatte, mit ihren Organen anderen Menschen zu helfen, andere Menschenleben zu retten. Herzzentrum Leipzig, eine preisgekrönte Vorzeigeklinik. Hier klappt die Organisation vorbildlich. Was ist hier anders? Es gibt Dr. Markus Barten, Tätigkeit Transplantationsbeauftragter. Was ist das? Meine Aufgabe ist, wenn ein potenzieller Spender auf der Intensivstation ist, dass wir die DSO frühzeitig benachrichtigen, dass ein Koordinator von der DSO zu uns auf die Intensivstation kommt. Wir gemeinsam dann 2 unabhängige Fachärzte beauftragen, die den Hirntod diagnostizieren.
wird geschaut, ob der Patient schriftlich eine Verfügung hintergelegt hat, zum Beispiel in einem Organspendeausweis, ob er sich bereit erklärt hat, seine Organe zu spenden. Solche Koordinatoren sind leider keine Normalität. Potenzielle Spender werden übersehen und damit auch Menschenleben. Was können wir tun, Frau Ministerin? Ja, Frau Ministerin, Frau Klaus, was kann man tun? Warum haben wir in Deutschland so kompliziert konzipierte Rahmenbedingungen? Wäre es nicht wirklich einfacher, wie das angesprochen worden ist, zu sagen, jeder ist potenzieller Spender, es sei denn, er stellt zu Lebzeiten, anders geht es auch nicht, noch eine Verfügung dagegen? Transplantation ist Bundesrecht. Wir haben in Sachsen unser sächsisches Ausführungsgesetz dazu. Und was ich gerade jetzt auch in dem Beitrag gesehen habe, so muss ich für Sachsen sehr deutlich sagen, dass wir mit der Region Thüringen und Sachsen-Anhalt, Sachsen gemeinsam, Spitzenreiter 2008 waren, was jetzt Organspende anbelangt. 2009 sind wir an zweiter Stelle. Und was die Kliniken anbelangt, so ist es zum einen das Gesetz, so brauchen wir dort motivierte Mitarbeiter. Und wir zeichnen jedes Jahr eine Klinik aus, die sich mit viel Engagement für Organspende einsetzt, die Angehörige begleitet, die vor allen Dingen die Voraussetzungen schafft, damit zum einen Koordinierung und auch dann die Organisation stattfinden kann, damit dann auch das Spenderherz entsprechend über die Warteliste weitergegeben werden kann. Wie würden Sie die Gesetzgebung denn konzipieren? Jetzt klar, dass Sie an Recht und Gesetz gebunden sind, anders geht das gar nicht. Aber dieses spanische Modell hat doch was. Ja, das gibt es zum Beispiel auch in anderen Ländern wie Österreich. Aber auch dort weiß man, dass Regionen unter unserem Durchschnitt der Organspende liegen, obwohl die in Österreich bundesweit höher liegt. Also es gibt noch andere Faktoren, die da eine Rolle spielen, zum Beispiel die Sozialisation. Und so ist sehr wohl in den neuen Ländern signifikant die Organbereitschaft zu spenden auch höher. Wie kann man denn die Krankenhäuser motivieren, wenn man also hört, dass nur 40% gemeldet werden? Dann ist dort doch offensichtlich ein Defizit vorhanden. Wir haben und das in der Medizin. Also nicht in der Bevölkerung. Wir haben vorhin über die Bevölkerung gesprochen, aber ist man in der Medizin zu großen Teilen, wenn man nicht direkt damit zu tun hat, genauso wenig aufgeklärt? Wir haben ja in unserem Gesetz drin, dass alle Kliniken, die Intensivtherapiebetten haben und Beatmungsbetten vorhalten, auch einen Transplantationsbeauftragten vorhalten müssen. Dort müssen wir wirklich Unterstützung geben und das tun wir auch. Ja. Vor allen Dingen motivieren. Wie gesagt, mit unserer Auszeichnung möchte auch nochmal Herrn Professor Mohr mit seiner Klinik gratulieren. Wir haben 2008 sie ausgezeichnet, 2009 die Universitätsklinik Dresden. Und was dort geleistet wird, gemeinsam mit dem Team, Pflegepersonal, Ärzte etc., alles klar, kann man nicht hoch genug einschätzen. Das ist gut. Und dort ist auch gut, dass es gesagt wird, daran zweifelt auch keiner. Und trotzdem, Professor Mohr, spanisches oder deutsches Modell, das wäre Ihnen lieber? Also ich denke, alle Transplantationsmediziner würden diese Widerspruchsregelung, das heißt das spanische Modell, befürworten, haben wir auch getan, zum Zeitpunkt der Gesetzgebung. Ich frage jetzt mal nach, also Politik hat im Grunde gegen die Fachleute entschieden? Politik und Medizinethik, wenn man so möchte, gemeinsam. Ja. Und die Juristerei hat im Prinzip den Wunsch der Transplantationsmedizin überstimmt. Es ist ganz klar so, dass sie, wenn sie in Spanien oder auch Portugal, ist ein sehr gutes Beispiel, ist das Spenderaufkommen nahezu doppelt so hoch wie in Deutschland pro 1 Million Einwohner. Und damit hat man natürlich mehr Verfügbarkeit. Und wir würden auch gemeinsam als Transplantationsmediziner die Politik bitten, das möchte ich hier ganz klar sagen, und die Bevölkerung, dass wir hier um eine Gesetzesänderung im Sinne der Widerspruchsregelung plädieren. Man muss auch sagen, die Bitte kommt ja von jemandem, der jetzt, sage ich mal, jeden Tag das Elend dieser Welt sieht und weiß, was man eigentlich alles noch machen könnte, wenn man denn Spenderherzen hätte. Ja. Die Realität ist in Deutschland ja leider so, dass die Transplantationszahlen, wenn Sie Ihr Herz nehmen, in den letzten 10 Jahren eindeutig rückläufig ist, sich fast halbiert hat. Ja. Obwohl die Zahl derjenigen, die den Bedarf haben, zunehmen. Sodass die Schere eigentlich immer weiter auseinander geht. Und wir wissen eigentlich, wenn das so bleibt, wird die Transplantation uns da nicht großartig weiterhelfen können. Wie erklären Sie sich denn, dass Ihre eigenen Kollegen, die jetzt nicht direkt mit Ihnen zu tun haben, in den anderen Kliniken
an der Stelle so reagieren, wie sie reagieren, nämlich halt nur zu 40%. Aber das sind ja, das ist ja sehr vielschichtig, das Problem. Eine Organspende in einem externen Haus ist immer ein großer logistischer Aufwand. Das bedeutet, dass nicht nur das Intensivpersonal den Verstorbenen länger betreuen und die Organe in der Funktion halten muss, sondern man muss auch teilweise zu unpassenden Zeiten Operationskapazitäten zur Verfügung stellen, ja, damit die Organentnahme tatsächlich stattfinden kann. Und dann kommen die Entnahmeteams aus unterschiedlichen Richtungen. Und es ist teilweise auch ein logistisches Problem, was nicht jedes Haus leisten kann oder leisten will, weil das nicht unbedingt auch entsprechend refinanziert wird. Ich wollte gerade sagen, es ist also nicht nur ein logistisches Problem, sondern es fehlen auch die Anreize. Genau. Offensichtlich. Ja, also zumindest ausreichende Anreize. Es ist eine Refinanzierung da, aber es steht in keinem Verhältnis zu dem, ja, was das Krankenhaus eigentlich leisten muss. Wenn ein Transplantat angeboten wird, dann stellt sich ja immer die Frage, wer ist der beste Empfänger und wie kommt das fremde Herz möglichst schnell zu ihm? Wenn man diese Frage stellt, kann am besten eigentlich eine Institution Antwort geben und das ist Eurotransplant und da schauen wir jetzt einmal rein. Ständige Bereitschaft, ständige Hoffnung auf ein neues Spenderorgan für einen wartenden Patienten. In dieser Situation befindet sich Oberarzt Dr. Barton, Transplantationsbeauftragter des Herzzentrums Leipzig. Einer seiner wichtigsten Kontakte, die gemeinnützige Organisation Eurotransplant im niederländischen Leiden. Eurotransplant ist die zentrale Vergabestelle. Die DSO ist für die Koordination in Deutschland zuständig. Das heißt, koordiniert die Entnahme vor Ort und auch zusammen mit dem Transplantationszentrum den Ablauf, den Transportweg und übernimmt dann noch die Angehörigenbetreuung. Die Deutsche Stiftung Organtransplantation, kurz DSO, arbeitet bundesweit mit etwa 1400 Krankenhäusern und rund 50 Transplantationszentren zusammen. Eurotransplant hingegen agiert auf internationaler Ebene. Transplantationszentren, Krankenhäuser, in denen Organspenden stattfinden und Gewebetypisierungslabors aus Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Deutschland, Slowenien, Österreich und Kroatien nehmen an dieser länderübergreifenden Zusammenarbeit teil. Zurück nach Leipzig. Es wurde ein geeignetes Spenderorgan gemeldet. Nun beginnt der Wettlauf gegen die Zeit. Auf dem schnellsten Weg muss das fremde Herz in die Klinik gelangen, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit. Dank moderner Kühltechnik dürfen immerhin 4 Stunden zwischen Entnahme und Transplantation vergehen. Trotzdem, wenig Zeit, bedenkt man, dass oft hunderte Kilometer zwischen Spender und Empfänger liegen. Alles muss funktionieren. Es geht um Leben oder Tod. Herr Professor Mohr, ein Herz wird angeboten. Wie findet man den passenden Empfänger? Was muss da übereinstimmen? Also es ist sehr unterschiedlich für die Organe. Prinzipiell kann man zum Beispiel bei der Nierentransplantation mit mehr Zeit sehr viel differenzierter den geeigneten Empfänger differenzieren nach mehr Eigenschaften. In der Herztransplantation, der Lungentransplantation richtet sich in der Regel nach der Blutgruppe und nach der Körpergröße von Spender und Empfänger. Das muss einigermaßen übereinstimmen. Und natürlich auch nach dem Alter. Also wir würden eher dazu tendieren, von älteren Spendern auch Nieren zu transplantieren. Ältere Herzen, das ist wie mit alten Motoren, da muss man schon ganz genau hingucken und dann muss man auch einen alten Empfänger suchen, was wir dann auch überlegen. Also wenn der Empfänger zum Beispiel 65 ist, wo wir uns dann schon manchmal ein bisschen schwer tun zu sagen, den transplantieren wir noch, dann suchen wir nach Möglichkeit auch ein älteres Herz, um die jüngeren Spenderherzen für die jüngeren Empfänger zu haben. Kam es schon mal vor, dass ein Herz zu spät kam? Also es gibt auf diesen Transportketten durchaus auch Unfälle. Also es ist, man kann in Verkehrsunfälle verwickelt werden. Es gibt Probleme manchmal bei Fliegen, dass die
dass die Transportkette reißt. Wir kalkulieren ja normalerweise innerhalb von 4 Stunden oder möglichst noch eher möchten wir das Herz am Schlagen haben. Die Transportzeiten für Leber, Niere und so weiter sind ganz anders. Die sind, da hat man viel mehr Zeit. Ja. Nur beim Herz muss das wirklich schnell gehen. Es gibt inzwischen Gott sei Dank auch in der Entwicklung Systeme, wo wir das Herz auf dem Transport perfundieren und am Schlagen halten können. Und damit versuchen wir, sagen wir mal, Zeit zu gewinnen, um nicht in dieser Kette so eng eingebunden zu sein. Wie kommt man eigentlich auf so eine Liste? Sie sagten jetzt zweimal Liste. Es gibt offensichtlich Listen, auf die man dann kommt. Also das ist konkret so. In Deutschland warten zum Beispiel auf das Herz derzeit über 1000 Patienten auf eine Herztransplantation. Frau Ministerin wird sicher gleich nachher mal noch was zu den Gesamtzahlen der Organspender sagen. Davon werden nur 350 transplantiert und auf die Liste kommt man nach einer sorgfältigen Evaluation, also dass man klar feststellt, die Herztransplantation oder die Lungentransplantation ist das Einzige, wie wir jetzt dieses Leben erhalten können. Und leider müssen die Patienten dann teilweise extrem lange warten. Viele schaffen es nicht bis zur Transplantation, werden dann teilweise mit dem Kunstherz überbrückt oder versterben auch auf der Warteliste. Und sie können die Differenz von 358 aus dem Jahr 2008 zu über 1000 Empfängern können sich leicht ausrechnen. Der Tod auf der Warteliste ist größer als das Risiko der Transplantation. Und hängt natürlich auch mit der niedrigen Spendenbereitschaft absolut zusammen, muss man mal ganz, ganz deutlich sagen. Also wenn Sie in Portugal zum Beispiel leben würden, kann man fast voraussagen, dass man innerhalb von 2 Monaten als Empfänger die Möglichkeit hat, ein Herz zu bekommen. Bei uns, wenn Sie auf der Warteliste sind, dauert das im Höchstdringlichkeitsstatus 6 bis 8 Wochen. Da muss man aber auf Intensivstation fest unter höchstem Risiko liegen. Wenn man normal elektiv wartet, dauert das 1,5 bis 2 Jahre, wenn man überhaupt noch so ein Organ bekommt. Wie hoch ist denn die Zahl in der gesamten Bundesrepublik der Leute, die darauf warten, auf einen Spender? Also zum Stichtag 1.1.2010 gab es auf der gesamten Warteliste für Deutschland für alle Organe 12.122 Menschen, die auf ein Organ gewartet haben. Für Sachsen kann ich jetzt die Zahl nicht herunterbrechen. Ja. Es ist eine lange Zeit, vor allem wenn man weiß, dass halt diese Wartezeit auch physisch und psychisch auch für die Angehörigen außerordentlich belastend ist. Ja. Früher hätte man an der Stelle immer gesagt, es gibt einen politischen Handlungsbedarf, wenn ich diese Zahl höre. Handlungsbedarf, das eine. Ich sagte ja schon, dass Sachsen mit Sachsen-Anhalt Thüringen gut dasteht. Das reicht noch nicht, aber es muss in die Köpfe rein. Und ganz gleich, wie das Gesetz auch aussieht, wir kommen nicht darum, uns damit auseinanderzusetzen, mit diesen Themen, die in diesen Grenzsituationen letzten Endes sich abfinden. Wir haben ja vorhin den kleinen Maurice gesehen, der ein Kunstherz bekommen hat. Ja. Das sind also so Überbrückungsmaßnahmen, die es gibt. Was gibt es noch für Überbrückungsmöglichkeiten? Ja, das eine sind natürlich die Möglichkeiten, mit mechanischen Kreislaufunterstützungssystemen zu helfen. Für das Herz sind das die sogenannten Kunstherzen. Wir haben ja bei dem Maurice dieses kleine, externe, sehr altes Modell. Das ist das sogenannte Berliner Kunstherz. Bei ihm ist es ein bisschen kleiner. Und es ist auch ganz klar, wenn Sie den kleinen Jungen sehen, da können Sie keinen in den kleinen Körper nicht noch ein großes Herz reinbringen, sondern da schließt man von außen diese sogenannten externen Systeme an. Und das Berliner System ist das eines der wenigen überhaupt, die man für Kinder verwenden kann. Und andere sind halt solche implantierbaren, wie ich Ihnen das hier jetzt mal zeige. Das ist jetzt ein großes Teil, da muss man schon so ein Kracher sein wie wir beide jetzt, damit das überhaupt reinpasst. Da gibt es auch was Kleineres. Das hat aber auch die Möglichkeit, dass es zum Beispiel 1, 2, 3 Jahre funktionieren kann und das Herz ziemlich vollständig entlasten kann. Das Problem ist, wenn man das bekommt und man ist eigentlich auf der Warteliste für eine höchst dringliche Herztransplantation. Jetzt kommt der Moment, es geht nicht mehr, wir kriegen kein Herz und wir bauen so ein System ein. Rutscht man automatisch in Deutschland von der höchsten Dringlichkeitsstufe runter und sagt, naja, der ist ja erstmal versorgt, also so ist die Regel. Und der geht jetzt erstmal wieder in eine Warteschleife.
Und das macht die ganze Sache sehr problematisch. Gilt das auch für den kleinen Jungen? Das gilt auch für den kleinen Jungen, ja. Der ist im Prinzip deshalb schon seit 9 Monaten in der Warteschleife, weil er lange Zeit keinen Höchstdringlichkeitsstatus hatte. Und Kinder gibt es natürlich relativ wenige, die warten. Er ist jetzt durch die Wartezeit ziemlich nach vorne gerutscht, dass wir hoffen, dass das doch bald funktioniert. Also das hoffen wir sehr für ihn und er wird da bestimmt zusehen. Wir grüßen dich natürlich auch und drücken dir die Daumen für dich und deine Eltern, dass das mit der Dringlichkeit klappt und dass du eines von den Berufen, die du gerne erreichen möchtest, auch noch erreichst. In dem vorangegangenen Beitrag haben wir ja schon gesehen, wie das Herz in den Operationssaal kommt. Und was passiert dann eigentlich, Herr Professor Mohr? Ja, ich denke, wir sind jetzt live bei einer Transplantation dabei. Das Herz ist von außen über den Flugweg herein geflogen worden. Und das zweite Team bereitet jetzt tatsächlich eine Transplantation vor und wartet im Moment dann auch noch darauf, dass das Herz ankommt. Der Brustkorb wird jetzt eröffnet. Das sieht jetzt ein bisschen rauchig aus. Das wird mit so einem Elektromesser, das wird dann aufgesägt. Muss man keine Angst kriegen. Das ist wie in der Garage mit der Stichsäge. Kann nichts passieren. Und dann wird man gleich das kranke Herz sehen. Das jetzt bei dem offenen Herzbeutel zu erkennen ist und man wartet dann darauf, dass das neue Herz tatsächlich im Saal ist und das ist jetzt angekommen. Sie sehen, das ist das gesunde Herz. Man sieht gleich, das ist nicht sonderlich groß, sondern hat die Größe einer menschlichen Hand und das kranke Herz ist deutlich größer, ist auch im Brustkorb verwachsen gewesen. Es wird jetzt entnommen. Sie sehen hier die Herz-Lungen-Maschine, die zwischenzeitlich die Arbeit des Herzens und der Lunge übernimmt. Man sieht auch, dass das Herz viel größer ist, nicht mehr richtig pumpt. Und das ist dann eine ganz schwierige Entscheidung für einen Chirurgen, der das zum ersten Mal macht, dass man ein Herz herausschneidet, muss ich mal aus eigener Erfahrung sagen. Das kostet eine gewisse Überwindung, ja, weil man, das ist eine fast radikale Situation. Da steht man auf einmal vor einem leeren Loch und man näht dann das neue Herz ein und dann das dauert dann so eine Dreiviertelstunde und dann schlägt das wieder von alleine los. Das begeistert einen dann total. Aber gut, dass es sie gibt. Und gut, dass es dann auch noch die anderen gibt, denen Sie auf diese Art und Weise helfen. Wir haben ja gesehen in dieser Sendung, wie ein Herz zum Spender kommt, vom Spender zum Empfänger kommt. Wir haben eben gerade gesehen, wie das Herz eingesetzt und operiert wird. Und wir werden jetzt jemanden zu Wort kommen lassen, der all das mit seinen Ängsten, mit seiner Krankheit und mit seinem Weiterleben und wieder neu erleben erlebt hat, dann hören wir jetzt einfach mal rein. Ich habe mich damals von meinem alten Herz verabschiedet, an diesem 30. in der Nacht, wo ich dann irgendwann munter geworden bin. Ich denke mal, am 2. war das vielleicht. Ich weiß es halt auch nicht mehr so genau. Dann habe ich halt gesagt, hier, du bist jetzt mein Herz, schlägst für mich. 31. Januar 2006. Für Alexander Scholz war es ein Tag, der ihm ein neues Leben schenkte. Ich versuche das dann immer noch an dem 31. dann immer, wenn ich irgendwo bin, dann ist es eine Kirche in der Nähe, so ein Teelicht aufzustellen, aber mehr auch nicht. Also dann ist es auch, man sollte das dann auch irgendwann mal abhaken. Ja. Man sollte sich da auch keine Vorwürfe machen. Ja. Heute kann Alexander wieder ein normales Leben führen, aber damals... Ja, also man hat halt Luftnot. Ständig Wasser, man hat ständig Wasser in den Beinen und im Oberkörper. Ja. Wie bei mir war es zum Beispiel so, ich habe eine Stunde gebraucht für 60 Stufen, um hochzukommen. Ja. Todesangst wie Alexander haben viele Betroffene in dieser Situation auszustehen. Heute will Alexander Betroffenen helfen, diese Ängste zu nehmen, als aktives Mitglied der Selbsthilfegruppe. Es ist halt gut, wenn es einer macht, der es wirklich erlebt hat. Der selber dort da lag, der wirklich alles, das Ganze halt selber erlebt hat. Und
Ja, ich denke mal, das hat auch was mit Glaubwürdigkeit zu tun. Ja. Das Verständnis ist halt auch da. Das ist, denke ich mal, auch ein ganz anderes Verhältnis als Arztpatient. Zu Alexanders Selbsthilfegruppe gehört auch, Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Um Ihnen das ein bisschen näher zu bringen, dass man sich doch vielleicht zu Lebzeiten da Gedanken machen sollte. Über Transplantation aufzuklären und zu informieren, wie an diesem Tage an der Deutschen Privaten Finanzakademie in Leipzig. Die Resonanz ist durchweg positiv. Wir haben also doch festgestellt, dass es doch immer wieder Leute gibt, die direkt auf uns zukommen und sagen, es war wirklich sehr interessant, sehr ergreifend, sehr beeindruckend. Zurück zu Alexander Scholz. Heute schlägt sein Herz ganz für das Kochen. Das war mein Beruf, den ich schon immer gerne machen wollte. Selbstverständlich ist der Berufseinstieg nach einer Transplantation jedoch nicht. Weil auch halt ganz viele halt auch ihren Beruf dann eigentlich schon gar nicht mehr arbeiten können, weil sie es ganz eigentlich körperlich nicht mehr schaffen. Dann ist halt kein Problem mehr. Ich habe da viel Glück gehabt, muss ich sagen. Das ist wie so ein Sechser im Lotto. Alexander Scholz, herzlich willkommen. Ja. Sie haben zwar, wie man mitbekommt, das Herz auf dem rechten Fleck, aber es ist nicht mehr das eigene. Mhm. Und ich vermute mal, Sie haben die Diskussion, die hier gelaufen ist, auch ganz, ganz anders miterlebt und mitverfolgt als jeder andere von uns. Wie war denn das damals im Januar 2006? Das war halt, glaube ich, abends, 22 Uhr, ist eine Schwester reingekommen. Ich glaube, die Schwester Jana war damals bei mir. Und die haben gesagt, es ist ein Angebot da. Und dann wurde man halt rasiert und fertig gemacht. Dann kam nochmal, ich glaube, eine Ärztin von der Anästhesie. Hat mich nochmal gefragt, wie ich wiege, wie groß ich bin. Naja, und dann, ja, ich habe versucht, dann nochmal ein bisschen abzuschalten, aber das geht auch nicht. Und, ja. Also man muss sich das vorstellen, monatelang liegt man, wartet. Bei mir waren es 6 Wochen zum Glück. Sechs Wochen wartet man. Ja. Und dann kommt jemand rein und sagt, in den nächsten paar Stunden könnte es sein. Könnte es sein, ja. Also man ist dann auch schon so fixiert, jedes Telefon klingeln, was man draußen am Tresen hört, könnte ja der Anruf sein. Und das ist schon Wahnsinn, ja. Nun ist das ja Gott sei Dank dank guter handwerklicher Arbeit. Sie sagten ja vorhin, Sie sind ein guter Handwerker. Gelungen. Haben Sie manchmal auch schon an den Spender des Herzens gedacht? Wissen Sie, wer das ist? Nein, weiß ich nicht. Wissen Sie nicht? Na, es gibt halt das Transplantationsgesetz, wo halt auch Spender- und Empfängerschutz halt klar, wo das halt auch definiert ist und ich weiß gar nichts. Mhm. Ja, also, Sie wollen es auch gar nicht wissen? Nein, weil am Ende ist es doch egal, ob in mir ein Frauenherz schlägt oder ein Herz von einem Mann, Herzlich kann weiterleben und mir geht es total gut. Ja. Ja. Gab es mal Zeiten, wo Sie sich aufgrund Ihres Gesundheitszustandes schon mal selber aufgegeben haben? Eigentlich nicht. Nicht? Nicht wirklich. Nicht immer, als es mir wirklich total schlecht ging und ich auf Intensivstationen noch mit einem Haufen Medikamenten, sowieso schon, die man da halt an diesen Stirn hat. Bei mir war das Weihnachtsbaum, nannte ich das Ding damals, weil es halt über Weihnachten war und dann halt mit dieser Unterstützungspumpe. Selbst da meine ich. Sind Sie ein Kämpfer? Ja. Wie hat denn Ihre Umwelt reagiert? Angehörige, Freunde? Freunde, ja. Ich nehme mal, also bei dieser Geschichte, ich denke mal, dann schätzt man erstmal seine wirklichen Freunde. Ja. Also ich habe auch viele Bekannte, die dann weggebrochen sind nach hinten. Am Ende sind nur noch meine Eltern geblieben. Ein guter Freund, den wir den schon seit Jahren kennen. Auch ein ehemaliger Arbeitskollege. Und dann hört es schon auf. Ja. Also, weil man natürlich nicht mehr so leistungsfähig ist. Man kann nicht jedes Wochenende zur Disco gehen. Man kann vielleicht nicht mehr so trinken wie früher. Man ist halt nicht mehr. Naja, es geht halt nicht mehr. Oder hängt das auch damit zusammen, dass Sie sich da nicht hineindenken können? Oder dass Sie nicht wissen, wie Sie ihnen begegnen sollen, weil Sie sagen, ja. Hey, eigentlich ist es ein Sterbenskandidat. Was willst du mit einem reden, der bald nicht mehr da ist? Kann sein, ja. Wie sehen Sie das, Herr Professor? Ich glaube, diese Angst spielt für jeden von uns eine Rolle. Also keiner weiß so richtig, wie soll ich mit jemandem, gerade auch wenn das ein Freund ist, umgehen, der morgen vielleicht nicht mehr lebt. Ja, und ja. Da gehört auch Mut zu und auch Ausdauer, dass man da am Ball bleibt. Und jeder von Mensch ist irgendwo ein bisschen feige und geht solchen Auseinandersetzungen gerne mal aus dem Weg und schiebt was anderes vor. Das ist sehr schwierig.
Ist es nicht auch so eine Einübung? Ich meine, im Grunde ist es ja vielleicht viel einfacher gestrickt, als wir denken. Dass man sagt, jetzt mein Kumpel, mit dem war ich früher auf dem Fußballplatz, war ich in der Disco. Mhm. Aber jetzt brechen die Gesprächsthemen weg. Ich werde ihm doch nichts mehr über Disco erzählen oder, sag ich mal, sehr lapidar über die Frauen, die ich gestern Abend angemacht habe in der Situation. Aber vielleicht wäre es für Sie ganz erheiternd, gerade in der Situation, das mal zu hören. Ja, ich habe schon viel Besuch gehabt auf der Station. Ja. Ja. Ich habe dann meinen Geburtstag ein bisschen gefeiert. Da waren noch sehr viele Leute da, die ich dann auch kennengelernt habe, zum Teil auch im Herzzentrum. Und zu meiner Zeit gab es ja, wie gesagt, diese Uta Krenn, die das halt gemacht hat, was ich jetzt mache. Beziehungsweise die Christiane Ömischen gibt es ja auch noch, die sollten wir hier nicht vergessen. Die kümmert sich um die ganzen Lungenleute, also Nachtransplant. Ja. Ist selber eine Betroffene, hat eine Doppellunge bekommen vor 3 Jahren. Ja. Und das ist schon wichtig. Ja. Sich einfach nur mal in das Zimmer zu gehen, den Leuten zu fragen, wie geht es dir? Weil das ist jetzt auch ganz anders, als transplantierter jemanden zu fragen oder gefragt zu werden, wie geht es dir? Oder untereinander von Transplant zu Transplant, wie jetzt normale Leute in der... Bei mir war das früher so laxisch, ja, wie geht's so, naja, alles gut. Heute ist das schon eine ganz andere Frage, ja. Ja. Weil es gibt mal Tage, da geht's, oder Monate, da geht's eben wirklich richtig gut als Transplantierter. Und dann kommt aber ein Tag, da geht's total schlecht, da kommst du nicht aus dem Bett raus, ja. Da weißt du gar nicht, wie dir der Kopf steht, ja. Sie sind ja vielleicht an der Stelle auch weitaus überzeugender, jetzt sage ich mal, das ist gar nicht böse gemeint, als Professor Mohr, weil Sie es halt erlebt haben. Ja, und dieses gemeinsame Erleben, die Angst, die vorher da war, dann das Glück zu empfinden, wenn es dann gelungen ist, das, glaube ich, verbindet schon sehr stark. Von daher finde ich das eigentlich enorm, dass Sie jetzt sagen, ich werde jetzt mit dem neuen Herzen nicht herzlos, sondern kümmere mich immer noch um jene, die die größten Probleme damit haben, dass sie noch keins haben oder eins haben und in Probleme kommen oder auf der Dringlichkeitsliste gar nicht erscheinen. Das war damals schon mein Wunsch. Also nach dieser geglückten Transplantation, erstens hatte ich damals noch die Rente, die befristet war. Und ich wollte ganz einfach was machen. Weil mir ging es relativ schnell gut nach Transplantation. Abgesehen von dieser Herzschrittmacher-Geschichte noch, ist da noch bei mir nie wieder was gewesen. Ja. Bis mal auf eine Erkältung, die mal jeder hat, aber so große Sachen gar nicht. Ja. Wie ist das eigentlich? Wir haben ja vorhin gesehen, dass es Kunstherzen gibt. Wie lange halten die eigentlich? Also das, was wir jetzt hier vor uns sehen, das sind die älteren Generationen, die, sagen wir mal, bis zu 2 Jahren oder auch zu 3 Jahren im Einzelnen mal funktionieren. Da gab es aber durchaus mechanische Probleme, die mit den Klappen bedingt, die da eingebaut sind. Es gibt jetzt ganz neue kleine Systeme, die zwar nicht voll entlasten, wo wir keinen mechanischen Abrieb mehr haben, wo wir eigentlich glauben, das geht länger. Ja. Und wie lange hält ein transplantiertes Herz? Also es gibt ohne ihm jetzt weh zu tun, aber ich denke mal, er ist realist genug. Wie lange? Ungefähr 20 Jahre, wenn also, alles gut läuft. Ich kenne selber Patienten, die ich vor 20 Jahren transplantiert habe. Es gibt Überlebende von über 30 Jahren. Ja, es ist ganz klar, auch ein Transplantierter wird älter. Das ist, und jeder von uns muss mal an irgendwas sterben. Und es kommt ganz darauf an, wie jung der Empfänger ist und auch ein bisschen wie jung ist das neue Organ. Viele Dinge, die in der medikamentösen Behandlung nachher ganz wichtig sind, sind heute viel besser geworden, weil die Nebenwirkungen nicht so stark sind. Die müssen ja alle Medikamente nehmen, damit das Herz nicht abgestoßen wird oder das andere Organ. Und da sind die Aussichten eigentlich, gerade wenn man ein junger Empfänger ist, so, dass man sie fast aber Sie haben es ja heute eben gerade gesehen, ins Berufsleben wieder sorgenlos zurückführen kann. Ja, dass das unsere Gesellschaft nicht unbedingt zulässt, ist etwas, das müssten wir beide noch miteinander diskutieren. Denn da ist auch die Politik noch gefragt, wie können wir den Berufseinstieg für Organtransplantierte, die in dem Sinne ja nicht mehr richtig krank sind, erleichtern. Ermöglichen und abfedern. Ne? Ja. Denn ohne das wird es ja nicht gehen. Wie lange arbeiten Sie momentan? Na, halt normale Woche. Ja. Also ich habe 2 Arbeitsverträge. Ja. Der eine sieht halt vor 30 Stunden die Woche und dann halt im Herzzentrum, da habe ich 20 Stunden im Monat und also kann mir das dann auch so einteilen. Und die andere Arbeitszeit ist halt von 7 bis halt 2. Und dann nehme ich mir halt noch 2 Tage fürs Herzzentrum in der Woche oder mache einen in der Woche und einen am Wochenende und das passt ganz gut. Eigentlich absolut beeindruckend. Ja. Ich kenne Leute, die keine Transplantation hinter sich haben und nicht so lange arbeiten. Ja, das ist aber auch
sehr schwierig, sag ich mal. Und bei mir war es auch sehr viel Glück mit dabei. Ja. Die richtigen Leute wieder getroffen, ja, am richtigen Platz gewesen. Und weil sonst ist das, wäre das bei mir, ich habe Hartz IV gehabt am Ende. Und wenn man sich halt nicht selber kümmert, ist man verloren. Ja. Also Sie hören schon, mit der Herztransplantation ist noch nicht alles wieder gerichtet. Es gibt da viele Gefährdungen, es gibt Unsicherheiten. So dass man sich also nicht darüber wundern muss, dass die Wissenschaft momentan versucht, die Probleme für die Zukunft ganz anders zu lösen. Und ein ganz großer Wunsch der Wissenschaft ist einfach, Organe künstlich zu züchten, zum Beispiel mit der Hilfe von Stammzellen. Deswegen haben wir uns in Leipzig im Fraunhofer-Institut einmal umgeschaut, wie weit man auf diesem Gebiet eigentlich ist. Um die Frage zu stellen, Organe aus dem Reagenzglas, geht das wirklich? Das ist Felix. Felix hat einen Herzfehler. Ein Teil seiner Herzzellen ist abgestorben. Forscher am Fraunhofer-Institut arbeiten nun daran, sein Herz zu reparieren. Also unsere Bestrebungen laufen derzeit dahin, dieses abgestorbene Gewebe durch ein in der Kulturschale gezüchtetes Stückchen Herzgewebe entweder zu ersetzen oder zu ergänzen. Doch wie Herzgewebe künstlich züchten? Eine Möglichkeit: embryonale Stammzellen. Embryonale Stammzellen sind pluripotent. Das heißt, sie können sich in jede mögliche Zellform eines Körpers entwickeln. Das Problem nur, die Herstellung embryonaler menschlicher Stammzellen ist in Deutschland verboten. Lediglich Zellen aus dem europäischen Ausland, die vor dem 1. Mai 2007 hergestellt wurden, dürfen importiert werden. Es sind also keine frischen Stammzellen verfügbar. Das heißt, die Qualität der entsprechenden Zellen wird mit zunehmendem Alter auch schlechter. Und auch die Anzahl der verfügbaren Quellen ist sehr limitiert. Das alles erschwert die Forschung mit embryonalen Stammzellen. Doch welche Möglichkeiten bleiben, mit Stammzellen das menschliche Herz zu reparieren? Derzeit werden in einer Vielzahl von Studien bereits Knochenmarksstammzellen dem Patienten direkt nach einem Herzinfarkt verabreicht. Nicht nur nach einem akuten Herzinfarkt, sondern auch im chronischen Stadium. Dabei konnte gezeigt werden, dass dies zumindest in einigen Studien zu einer leichten Funktionsverbesserung geführt hat. Ein kleiner Erfolg. Doch noch steckt die Forschung in den Kinderschuhen. Wie sieht die Zukunft aus? Ein gezüchtetes Herz. Realität oder Fiktion? Realität oder Fiktion, Herr Professor Mohr? Wird es mal möglich sein? Also ich habe gerade einen Vortrag vorbereitet und das ist eines meiner letzten Themen und das ist mein Traum. Also ich denke, es wird möglich sein, ich sage mal voraus in 10 bis 15 Jahren, dass wir in der Lage sind, was heute eine Frau Taylor zum Beispiel in Minneapolis schon gezeigt hat, dass man ein Herz skelettiert und wieder neu besiedelt mit Stammzellen und dass wieder ein schlagendes Herz entsteht. Also ich sage jetzt mal meinen Traum. Wir überbrücken den Patienten, der die Herzpumpschwäche, die Herzinsuffizienz entwickelt, mit so einem kleinen Kunstherz und zeitgleich fangen wir an, im Labor ihm eine neue Pumpe zu bauen. Ja. Das wird nicht von heute auf morgen gehen. Das heißt, man wird eine gewisse Zeit dafür brauchen. Und man muss vielleicht auch nicht erwarten, dass das komplette Herz ersetzt wird. Also als Christian Barnard damals Herzen transplantiert hat am Anfang, hat er sie parallel geschaltet. Also das ist für mich durchaus eine denkbare Vorstellung, dass wir da hinkommen. Und es wäre natürlich am günstigsten, wenn man patienteneigene Zellen dahin bekommt, dann spielt die ganze Abstoßung und so weiter keine Rolle. Frau Klaus, wenn Sie das jetzt hören, den Traum, die Hoffnung, dann haben wir aber in Deutschland ja immer noch ein Verbot. Forschung mit embryonalen Stammzellen. Ja, Embryonenschutz wird in Deutschland durch die Gesetzgebung des Bundes sehr hoch angesiedelt, ist sehr hoch angesiedelt. Ich meine durchaus, das ist auch berechtigt, denn dass der Würdeschutz des menschlichen Lebens, was auch unser Grundgesetz betrifft, aber sehr wohl muss Forschung und Innovation möglich sein. Und ich wünschte mir, dass halt auch die Möglichkeit mit den adulten Stammzellen, so wie Sie es gesagt hatten, Herr Professor Mohr, immer weiter fortschreitet. Denn ich bin überzeugt, dass die Probleme der Zukunft nicht die der Technik sind, aber sowohl die der Ethik. Das haben wir auch in den ganzen Diskussionen jetzt gehört.
Vergeben wir uns nicht trotzdem eine Chance durch dieses Verbot, dass zum Beispiel schon namhafte Forscher ins Ausland gehen, weil sie hier nicht forschen können? Und wir auf der anderen Seite natürlich in Deutschland die Ergebnisse dieser Forschung brauchen und sie sehr, sehr teuer zurückkaufen werden, jetzt sage ich mal, damit wir ein ethisch gutes Gewissen haben? Es wurde ja schon gelockert, dieses Gesetz. Ja. Und zwar mit dieser Stichtagsregelung, die von 2002 jetzt die importierten Embryonalstammzellen bis 1. Mai 2007 zulässt. Und das ist ein Prozess, das ist ein gesellschaftlicher Prozess. Aber ich meine sehr wohl, dass das auch letzten Endes eine Herausforderung bedarf, dass man sich eindeutig dazu positioniert. Und da braucht man die Mehrheiten. Wohlwissend, dass ich keinen Alois Huxley möchte, der halt die Menschen aus der Retorte dann züchtet. Und das ist ja immer das ganz Extreme, dass man da das will ja auch niemand. Aber was wir heute schon wissen, ist, dass wir in einigen Jahren in Deutschland einen Mangel haben werden an hochwertigen Stammzellen. Das ist heute schon klar. Was machen wir dann? Das Gesetz lockern? Eine neue politische Lösung? Ich glaube, es wird eine Frage des Erfolges sein, was mit den Stammzellen wirklich geht. Ja. Also in dem Moment. Das wird dann überzeugend sein. Das wird dann eine Frage sein, wenn man sieht, das geht, dann kann man nicht mehr dran vorbei, das zu machen. Ich bin ziemlich davon überzeugt, dass das Problem, was wir haben werden mit der alternden Gesellschaft durch Transplantation von Spenderherzen, also zum Beispiel die Herzpumpschwäche, die Herzinsuffizienz, werden wir damit nicht lösen können. Ja, weil wir haben viel weniger Junge, und die Patienten werden immer älter und die Transplantation der fremden Organe kann nicht die Antwort sein. Das heißt, wenn da Wege gehen, wie ich das jetzt eben in meinem Traum beschrieben habe, dann ist es unweigerlich. Dann kann Deutschland sich an dem, was international passiert, sich nicht verschließen. Also Sie meinen, es wird einfach dann so eine Kette sein, die logisch ineinander geht. Also gehen muss. Muss, ja. Gehen muss, Frau Klaus. Es sind ja auch andere Krankheiten, die letzten Endes betroffen sind. Parkinson oder Diabetes mellitus. Ja, ja. Das ist halt die Forschung und wir investieren ja auch ganz, ganz viel Geld in Forschung, um halt verschiedene Wege zu gehen. Aber wir könnten noch ein bisschen was drauf tun mit dem Geld. Herr Professor, ist immer noch oben alles offen. Mit dem Geld. Also jetzt geht es erstmal nicht um die unheilige Geldvermehrung, sondern es geht um Stammzellen. Ja. Aber da sagt es ja, das Gesetz wurde gelockert 2008. Und da haben wir, wenn Sie jetzt mal einmal beschreiben würden, was sich in den letzten Jahren an dieser Stelle getan hat, an Ergebnissen. Also es gibt ja, jetzt wenn man, ich kenne mich natürlich am besten am Herz aus. Ja, ja. Ja, das ist, das bleibt auch unser Thema. Ja. Würde ich Sie herzlich drum bitten. Okay, also bleiben wir herzbetont. Es gibt ja eine weltweite multizentrische Studie dazu, die beim akuten Myokardinfarkt nachgewiesen hat, dass hier, gerade da, wo die Pumpe nicht mehr richtig arbeitet, eine Verbesserung durch die Stammzellen stattfindet. Früher hat man geglaubt, die Stammzellen können sich direkt in neue Herzmuskelzellen verwandeln. Das passiert im Moment, jedenfalls im Moment so nicht. Das kann theoretisch vielleicht passieren, aber der Mechanismus durch einfach einmal Stammzellen spritzen passiert nicht, sondern es passiert eine Regeneration, eine verbesserte Durchblutung und tatsächlich auch eine bessere Pumpverbesserung. Im Tierexperiment gelingt es tatsächlich, mit Stammzellen solche schlagenden Herzen oder auch Patches, was Sie jetzt aus dem Fraunhofer-Institut gezeigt haben, zur Reparatur zu entwickeln. Und man muss näher in diese Mechanismen reinschauen, wie können wir das besser stimulieren. Ich glaube, da lernen wir noch einiges dazu in den nächsten Jahren. Meine Damen und Herren, Sie merken, wir sind noch lange nicht am Ende der Diskussion und Sie könnten noch viel weitergehen. Zu Beginn der Sendung habe ich Sie nach einem Spenderausweis gefragt und was Sie darüber denken. Vielleicht hat sich Ihre Haltung und Ihre Überzeugung inzwischen ein wenig gewandelt. Und vielleicht sind Sie genauso freudig überzeugt, jetzt zu spenden, wie Sie freudig ein Herz entgegennehmen würden, wenn Sie es denn brauchten. Wir blenden für Sie eine Unterschrift ein, eine Adresse. Die brauchen Sie im Internet nur aufzurufen, auszudrucken, unterschreiben. Und Sie sind dabei. Dann eins kann uns ja wohl allen nicht gut tun: Herzlosigkeit in der Gesellschaft. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Diskussion hier im Studio und wünsche Ihnen alles Gute und ganz besonders natürlich Ihnen. Vielen Dank.